Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade meinen Bauch angemalt, denn ich wollte ein Foto für Instagram machen. Und meine süße Mili, die hat super Fotos gemacht und die hat das richtig gut gemacht. Die ist meine kleine Instagram-Fotografin. Die macht das wirklich super. Ihr werdet das Bild ja sehen dann schon, aber bevor ihr das Video hier seht. Ja, die Kugel wächst und gedeiht und wie ihr seht, ist ein Mädchen immer noch. Und ja, wir haben uns schon fertig gemacht. Wir haben auch schon gefrühstückt. Es ist jetzt, glaube ich, gleich 11 Uhr. Und ja, ihr seht schon, ne? Chaos herrscht hier überall. Liegen Klamotten. Die sind noch alle nicht gewaschen. Das sind die Babyklamotten, die ich aus dem Keller geholt habe. Ich bin so froh, dass ich noch so viel habe tatsächlich. Ein paar Bodys und Spucktücher und sowas werde ich noch besorgen. Ja. Und wir wollen jetzt zum Hafengeburtstag fahren. Wir holen nochmal die Tochter von meinem Freund ab, damit die mitkommen kann. Betten sind soweit gemacht. Die Kinder werden jetzt noch nicht so richtig. Es herrscht Chaos, aber wir gehen los, weil ein bisschen Sonne scheint. Das wollen wir jetzt mal nutzen. Louis hat auch richtig gute Laune heute. Der ist richtig müde, glaube ich. Der ist auch ein bisschen erkältet. Ja, kriegst du jetzt. Aber ich muss meinen Bauch noch einmal sauber machen, ja? Kannst du mir ein Feuchttuch holen? Möchtest du mir jetzt die Gurken auf? Dankeschön. Guck mal, Mili hat einen ganz roten Mund, weil Mili mir hier die Küsschen verpasst hat auf dem Bauch. Ne? Oh, mein Handy klingelt. Kannst du es mal einmal holen? Nee? Ja, dann guck mal im Schlafzimmer. Meine Süßen, die helfen mir heute richtig gut. Mila vor allen Dingen. Ich mach dir das jetzt, mein Schatzi. Wollen wir gleich immer auf dem Hafen Geburtstag? Ja. Aber mit den Gurken. Dann denken wir für den Hafen Geburtstag. So, aber du musst noch Haare kämpfen. Holst du den Haargummi? Warum hat der Hafen heute wieder Geburtstag? Ja, jeder hat einmal im Jahr Geburtstag. Der wird schon 830 oder so. 830 Jahre. Ganz schön viel. Wir machen den Mund mit Lippenstift, musst du nicht rausgehen. Haare kämpfen in der Küche macht man eigentlich auch nicht, ne? Aber jetzt haben wir es ein bisschen eilig. Schmecken die Gürkchen? Guck mal, du hast dich sogar passend angezogen zum Hafengeburtstag. Da steht nämlich I love Hamburg drauf. Zeig mal. Mila zieht sich nämlich jetzt immer selber an, das ist voll gut. Und die kann das richtig schön. Die hat einen Geschmack. So, jetzt Schuhe anziehen, ne? Das Oberteil hängt über der Hose und die Jacke geht nicht mehr zu. Ich würde mal sagen, ich bin schwanger, ne? Was sagst du? Ja, du bist doch schwanger, weißt doch. Und hier habe ich schon wieder einen Fleck. Du kannst mir helfen, meinst du, schaffst das? Ja. Ich glaube nicht. Ja. Guck mal, die Jacke will nicht. Da muss er, wenn das Baby kommt, dann kann man die wieder zumachen, ne? Ja. So, wir gehen jetzt aber los. Ja, das hier noch länger als früher. Ne? Boah, Hilfe. Ha. Mama, geh mir das einmal nur hier so rum. Fotografieren. Guck mal hier, was hier gibt es hier alles. Bitte? Setzt euch mal. Das war cool, ne? Ist lecker? Ungewöhnlich. Louis, ist das lecker? Das Gold von mir kriegt, dann müsst ihr die Arme so nach oben reißen und jubeln. Und wer weiß noch, wie so ein richtiger Seeräuber jubelt. Hm? Auch das Publikum ist gefragt. Ja! Ja, ja, das ist beim Fußball, hallo? Die Arme nach oben und dann so. Nee, wartet, wir üben das nochmal. Stampft so mit den Füßen. Dann die Arme nach oben zu zwei Fäusten geballt. Und wenn der Captain sagt, wir jubeln Piraten, rastet ihr voll aus. Nein, 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 voll ausrasten. So als wenn ihr zu Hause euer Zimmer aufräumen sollt. So. Nein, 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 Mannschaft. Also erst wenn ich sage, wir jubeln Piraten.
Ich merke, wir haben einige schlaue Piraten dabei. Wir machen das so, wenn der Hut nach oben geht, reißt ihr die Arme nach oben und fangt an zu schreien. Ungefähr so. Auf das Publikum. So, wir sind wieder. So, wir sind wieder zu Hause. Und ich muss hier mal kurz das Chaos beseitigen aus Milas Schrank. Der quillt auch total über. Die brauchen unbedingt einen größeren Schrank. Also es herrscht nur noch Chaos. Zumal sie sich jetzt auch mal selber anzieht und da immer ein paar Sachen auch rausfallen. Ja, da muss auch einiges aussortiert werden. Und jetzt gucke ich mal, was hier so los ist. Hier liegen jetzt ganz viele aussortierte Bügel. Der Schrank ist wieder ein bisschen ordentlicher als vorher. Ich habe ein paar Klamotten noch aussortiert. Ja. So, ich mache jetzt schnell Mittagessen. Was heißt Mittagessen? Es ist schon fast Abendessen, denn wir haben es jetzt 16:30 schon. Ich bin auch extrem müde. Und ich mache jetzt Spinatauflauf. Das geht echt simpel. Die Kinder mögen es echt gerne und ich liebe es. Und dafür braucht man einfach nur Spinat. Den koche ich immer vorher einmal, also beziehungsweise lasse ihn auftauen. Dann koche ich in der Zeit Nudeln. Und was ich neuerdings mache, ich hoffe, ich habe es jetzt noch, weil sonst haben wir ein Problem, mache ich Schafskäse dazwischen. Das zeige ich euch nochmal. Und dann halt einfach Mozzarella drüber. Ich finde übrigens, das ist der beste Spinat. Das ist der mit dem Blob-Werbung. Genau, weil der halt so gut in den Topf geht. Diese Blöcke, das ist immer voll kompliziert, finde ich. Genau, hier kocht jetzt Wasser und dann muss ich ein paar Nudeln leider mischen, weil hier sind irgendwie nicht mehr so viele. Eigentlich sind die perfekt für den Auflauf, aber ich muss jetzt noch ein paar von denen nehmen. Na, was macht ihr denn hier? Wir kneten. Oha, und hier gibt es auch schon Essen? Mama, ich. Ja, was? Karotten. Karotten machst du? Ja, ich schneide die ein bisschen, dass die nicht groß sind. Habt ihr denn noch Hunger jetzt schon? Mhm. Mama kocht jetzt, ne? Hast du schon angefangen zum Kochen? Ja. Nee, ich wollte dir helfen. Oh, deine Nase muss geputzt werden. So, ich habe jetzt doch nur die Nudeln genommen und da kommt jetzt einfach rüber gebröselt der Schafskäse. Oh. Da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen, das mal nicht zu wenig. Oh, Schafskäse. Lecker, ne? Kann ich denn probieren? Mama, bitte allein mit kneten. Was soll ich jetzt machen? Ich komme jetzt. So, da kommt jetzt einfach der Spinat drüber. Und dann der Käse obendrauf. Fertig? Das muss noch einmal im Ofen gleich, ne? Okay, kann ich das in den Ofen tun? Nee, das ist zu heiß, Schatzi. Schon fertig. Mhm. Da ist jetzt noch Mozzarella-Käse geriebener und ganz normal nochmal normaler Mozzarella, weil ich so Lust auf Käse gerade habe. Mama, hier einmal eine Blaubeere. Und was noch? Und Karotte. Wow. Und eine Blaubeere. Mama, hier. Ja, hier ist eine. Lecker. Lecker. Und hier Blaubeer. Blaubeer. Schmeckt lecker. Blaubeer. Nein. Ist ja was gemacht, nur für Mama. Geschwisterliebe ist so schön. Und so sollte er dann aussehen und dann. Ja. Die beiden haben schon Riesenhunger. Da. Ist lecker, Louis? Mhm. Lecker. Das habt ihr auch gleich bei mir gemacht. Ist lecker, Mili? Ja. So viel Käse, ne? Nein. Oh, lecker. Hallo ihr Lieben, es ist bereits ein paar Tage später. Ihr hört vielleicht an meiner Stimme, dass ich wieder ein bisschen angeschlagen bin. Es ist einfach, dass ich die Grippe wahrscheinlich nicht richtig auskuriert habe. Louis hatte letzte Woche eine Bindehautentzündung und an dem Tag, wo ich eigentlich geblockt habe, ging es ihm auf einmal so, so schlecht und Mila auch. Und dann dachte ich, nee, breche das jetzt ab, weil wollte ich euch die Kinder auch nicht zeigen, wie beide fiebern und weinen und sich nicht gut fühlen.
ja, genau. Also ich wollte euch was zeigen, wie es aussieht. Jetzt kommt nämlich Real Life. Wenn Mama versucht, sich nochmal auszuruhen oder nochmal hinzulegen. Die beiden spielen echt super, da kann ich nichts sagen. Aber es sieht dann auch dementsprechend aus. So, erstmal Bestechung mit Schokolade. Hier sind noch ein paar Rotztücher. Mina hat Bügelperlen gemacht. Der Kater schläft irgendwie da. Mila hat für sich Kelloggs gemacht, die sie nicht gegessen hat. Hier liegt irgendwie eine Puppe rum. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man sieht den Boden, der sieht schlimm aus. Mila ist hier Milch ausgekippt, was sie aber auch wieder sauber gemacht hat. Ansonsten sieht die Küche ganz okay aus. Ja, gehen wir mal weiter in die Kinderzimmer. Es fängt im Flur an. Hier steht was. RIP. Und ja, was soll ich sagen, ne? Wolltet ihr nicht aufräumen? Ich bin gefahren, Mama. Gefahren? Gefangen. Ach, gefangen. Oh je. Ich würde mal sagen, hier wird mal aufgeräumt. Hier kann ja kein Mensch mehr durchlaufen. Hier liegt auch eine Wärmflasche. Da liegen Barbies, hier liegen Spiele. Und... Wollen wir mir da was sagen? Sag mal was. Mami, ich hab dich ganz doll lieb. Ich dich auch. Und wollen wir jetzt mal alle aufräumen? Naja, auf jeden Fall, das Wetter ist richtig blöd. Man kann noch nicht mal rausgehen. Ich hatte jetzt überlegt, zu Höfner einmal zu fahren. Mit den Kindern und vielleicht, ich weiß nicht, ob die da auch spielen können. Aber einmal zu fragen wegen Milas Geburtstag, ob wir den da eventuell feiern. Aber ich muss vorher nochmal meine Haare föhnen, denn ich bin eben duschen gegangen in der Hoffnung, ich werde fitter. Aber nein, ist nicht so. Ich habe gestern meine Nägel frisch gemacht. Wollen wir vorher noch Mittag essen, ne? Nee. Suppe habe ich noch von gestern. Ich esse die aber nicht. Doch. Ich habe endlich mal ein bisschen Babysachen waschen können. Und ja, an sich habe ich wirklich fast so alles. 50, 56, weil das habe ich jetzt erstmal gewaschen, dann muss ich noch 62 waschen. Ein paar Söckchen habe ich sogar auch noch, aber da werde ich noch welche besorgen. Ich habe irgendwie unendlich viele Mützen. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Und Halstücher. Ich glaube, die werde ich alle gar nicht benutzen. Und genau, dann habe ich hier noch einen Fußsack, einen Lammfellsack. Das habe ich alles mal durchgewaschen. Ja, ich bin mal gespannt, was wir dann am Ende doch noch brauchen. Für unser Baby sind die Schuhe, was Mama bekommt. Ja, aber die benutzen wir wahrscheinlich gar nicht. Ich finde sowas immer eigentlich ein bisschen albern. Ja. Mila hat sich wieder selber angezogen, ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein, weiß ich nicht, Doppelbus. Clown. Doppelbus. Wie ein Doppelbus? Ja. Ich weiß nicht, das Oberteil ist glaube ich eher ein Schlafanzug. Nee, ein Doppelbus. Mila, was sagst du denn dazu? Das 10 Euro Fünfjährigen sich auch jetzt immer selber an. Wie, was sagst du zu deiner Schwester? Sieht die hübsch aus oder sieht die aus wie ein Clown? Die sieht schön. Findest du schön oder gut? Das ist ja die Hauptsache. Mila, was sagst du zu deinem Outfit? Schön. Schön? Ja, gut. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall los. Die beiden sind furchtbar, ne? Man sieht aber auch extrem, dass ich müde bin, oder? Naja, so ist es, ne? Wir gehen jetzt ein bisschen in die Luft. Ich glaube, das tut ganz gut, bevor wir hier noch total durchknallen alle. Was ist das bloß für ein Tag heute? Boah, alles irgendwie komisch und kalt und ungemütlich. Und alle haben schlechte Laune heute. Und ungemütlich. Ja, es ist alles ungemütlich. Louis ist ja wie so eine hysterische Frau manchmal. Wenn er irgendwas, wenn ihm irgendwas nicht passt. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal los dahin zu Höfner. Da ist ja irgendwie gar nichts im Internet zu finden. Ich habe das nur mal gehört, dass man da Geburtstag feiern kann. Ich werde das jetzt einfach mal gucken. Wir haben eh nichts zu tun heute. Und heute ist einfach so ein richtiger Gammeltag. Und ich hasse solche Tage. Habt ihr Höfner? Mann, ist das ein Riesenladen. Ich war noch nie hier. Noch nie, noch nie, noch nie. Luina, nicht neben die Autos fahren. Weil dann fahren wir ein Stück. Stopp! Das? Nein, das ist noch nichts fürs Baby. Und da können wir ja, Mila, du hast Schuhe an, ne? Liegen. Nein, ja, aber vorsichtig. Ja, ich bin hier. Ich bin gerade echt erschlagen von diesem Laden. Ich war noch nie hier.
aber es ist so riesig. Das ist nicht normal. Aber sehr schöne Sachen haben die hier. Oh, die haben echt tolle Sachen hier, auch für Babys. Voll schöne Zimmer. Aber leider haben wir nicht den Platz, ein richtiges Babyzimmer einzurichten. Aber hier kann man echt schwacher werden. Und die Kinder sind jetzt im Kinderland. So, wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt ein Wassereis geschnappt, hatte ich gerade voll Lust drauf. Und, boah, dieser Laden hat mich echt erschlagen. Wir haben den Ausgang nicht gefunden, war auch gar nicht beschrieben. War ein bisschen nervig, aber wir hatten dann noch was da gegessen. Aber das war total blöd gemacht, auch finde ich dieses, das finde ich bei Ikea irgendwie wesentlich besser, dass man da einfach ein paar Gerichte zur Auswahl hat und das war's. Aber das war da einfach Reizüberflutung von allem, von Möbeln, von Deko, von Essen, von... Und mir ging es eigentlich nur darum, den Geburtstag zu erfragen. Und ja, ist tatsächlich eine richtig coole Sache. Allerdings sind die Termine schon alle ausgebucht. Also man müsste wieder im 24. Juni Geburtstag und ist schon alles ausgebucht. Und danach sind Ferien. 6 Wochen oder 7 oder 8 Wochen. Naja, und jetzt muss ich mir irgendwie nochmal was anderes überlegen. Vielleicht habt ihr eine Idee. Irgendwie, ich möchte auch nicht übertreiben mit irgendeiner Location. Ich möchte nur, dass sie einfach einen schönen Geburtstag hat. Und was hast du? Mich kuschelbedürftig. Geschenke haben wir auch schon soweit. Also beziehungsweise hat sie ihre Wunschliste fertig. Und ja, wenn ihr möchtet, kann ich die euch nachher mal vorlesen. Vielleicht habt ihr dann auch ein paar Ideen. Falls eure Kinder bald Geburtstag haben. Und ja, ich... Oh, es hat geklingelt. Jetzt hat der Nachbar gerade geklingelt. Der hatte das Paket für uns. Und zwar ist das Babybett angekommen. Aber das bauen wir nicht heute auf, glaube ich. Bin gerade total aus Atem. Er hat mir netterweise geholfen. Mein Freund noch nicht da ist. Und, oh Gott, wir haben es geschafft. Das ist nicht so schwer. Aber ich freue mich, es hat so mega lange gedauert. Fast 2 Monate. Und ich dachte schon, es kommt nicht mehr. Ich habe mir jetzt gerade eine Leggings angezogen. Ist einfach gemütlicher. Ich mache jetzt nochmal schnell Suppe warm. Gemüsesuppe, Hühnersuppe. Habe ich gemacht, weil wir alle ein bisschen krank sind. Hatte ich gestern schon extra für 2 Tage gekocht. Ich wollte euch nochmal schnell die Wunschliste von Mila zeigen. Ich muss mir ja immer alles aufschreiben, neuerdings, sonst vergesse ich alles. Und zwar wünscht sie sich diese große Puppe Sally. Die ist halt echt mega groß. Die findet sie irgendwie total cool. Ein Schminktisch, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das gut finde. Also so ein Billigteil, so ein Spielschminktisch. Dann auf jeden Fall kriegt sie wahrscheinlich einen Rucksack für die Vorschule. Weiß ich aber nicht, glaube ich, den kriegt sie einfach am Tag der Vorschule. Und ich jetzt unbedingt zum Geburtstag. Dann wünscht sie Spiele. So welche Spiele wie Halligalli, also so halt so Kartenspiele. Habe ich jetzt ein paar aufgeschrieben. Das eine heißt, glaube ich, Klack und das andere heißt Kuddelmuddel oder so. Dann wünscht sie sich Leo Lausemaus, also Hörspiele gehen immer. Und sie wünscht sich die Kamera von Kittyzoom. Allgemein halt Kamera finden. Sie ist Kamera verrückt. Und jetzt habe ich etwas gekauft, was so alles beinhaltet. Und ich noch nicht, auch nicht so sicher bin, ob das ihrem Alter entsprechend ist. Aber ich finde es halt irgendwie doch ganz cool. Und das zeige ich euch aber gleich, wenn sie im Bett ist. Und dann wünscht sie sich dazu noch Kopfhörer. Dazu wollte ich ihr noch eine Hülle holen. Und eine Trinkflasche, Stifte und einen Lückkasten. Kann ich auch sehr empfehlen. Und eine Schminkpuppe wünscht sie sich. Barbie-technisch ist da jetzt so gar nichts bei. Die steht nicht so auf Barbies. Sie hat viele Barbies Geschenke gekriegt von ihren Cousinen. Aber im Moment ist es noch nicht so aktuell. Genau. Was habe ich hier noch für Listen? Oh, meine Drogerieliste muss ich auch mal alles aufschreiben. Ikea-Liste habe ich auch. Da brauche ich Bügel, Waschlappen fürs Baby, Kisten für den Wickeltisch, einen WC-Halter, eine Klobürste. Ja, halt irgendwie muss ich mir sowas aufschreiben, weil sonst bin ich da, komme nach Hause und denke, ach, siehst du, das wollte ich doch eigentlich besorgen. Louis hatte gerade wieder einen schönen Wutanfall, der war so richtig, richtig geladen. Und was machen die jetzt? Was machen die jetzt? Oh, was gibt's hier denn Schönes? Ist hier gemütlich bei euch im Kindergarten? Spielt ihr Friseur? Keine volle Konzentration. Hier ist Milas Kindergarten immer. Mir ist in der Mikrowelle ein Wärmekissen abgefackelt. Und zwar richtig.
Da kam so eins zum anderen und habe ich das Ding da drin vergessen. Es braucht halt wirklich nur so 10 Sekunden, es ist heiß. Und auf einmal merke ich, es qualmte. Und ich habe die Mikrowelle aufgemacht und die ganze Wolke kam mir entgegen. Mein Freund kam dann schnell, damit ich das nicht alles einatmen muss. Habe ich hier durchgelüftet. Aber wenn man nach Hause kommt, dann riecht man es halt. Und ich freue mich schon, wenn es ein bisschen wärmer ist, man hier die Türen einfach auch auflassen kann. Und den ganzen Tag einfach durchlüftet. Muss man gerade gucken, ob die... Okay, die Wäsche riecht noch gut. Die hat jetzt nichts abgekriegt. Die ist auch mal wieder nicht trocken. Ich dachte, ich könnte es heute Abend abhängen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, heute Abend etwas zu nähen. Weil gestern war mein Nageltag, Nagelabend. Und ich wollte mir eigentlich so einen Nähabend machen. Ich habe auch schon ein paar Sachen genäht. Die Zeit kann ich euch mal zeigen. Und zwar habe ich einmal so einen Anzug genäht. Den hatte ich auch schon vorher genäht gehabt. Und genau, das ist so einfach so ein schöner Kuschelanzug. Mit Vlies habe ich den gemacht. Und ja, kann doch auch Mädchen tragen, oder? Was sagt ihr? Und dann habe ich hier noch jede Menge auch so Accessoires genäht. Das hatte ich aber auch teilweise schon vor der Schwangerschaft alles schon fertig. Ein paar Leggings, ein paar Hosen sind hier noch unten. Und ja, alles so kunterbunt gemischt. Und ich wollte jetzt einfach noch eine Jacke nähen und ein paar süße Pumphosen. Aber mein Kopf knallt gerade so doll, dass ich einfach, glaube ich, mich nur aufs Sofa chille und nichts mehr mache heute. Und guckt euch meine Haut an. Ich könnte jeden Morgen heulen, echt. Ja, mal gucken. Ich hoffe, es wird besser und ich sehe einfach scheiße heute aus. Schmeckt? Nein. Habt ihr nicht. Essen jetzt. Los geht's. Was soll ich vorlesen? Soll ich vorlesen? Guck mal da, da. Sag mal, was soll ich jetzt lesen? Ja, den So, nur die Seite. So, ich wollte euch noch zeigen, was ich gekauft habe. Jetzt von VTech ist das. Das ist von 4 bis 10 Jahre. Und es hat ja schon die Art wie ein Handy. Ist aber halt, was mir das Hauptding war, halt mit Kamera. Hat jetzt so die Größe von meiner Hand. Also hat auch einen großen Bildschirm. Und man kann halt alles als Erwachsener kontrollieren. Ne? Also, und es gibt halt Spiele, die man runterladen kann, die dann spielen können. Das würde ich aber ziemlich doll begrenzen. Es gibt hier halt mega viele Lernspiele auch halt mit Schreiben, Rechnen, Musik und ja, halt wirklich so ziemlich vielseitig. Ich fand es mega gut und dachte, ich kaufe das einfach mal. Und ich habe es in Schwarz halt genommen, weil im Pink kostet es meistens doppelt so viel. Und ich kaufe jetzt einfach die pinke Hülle noch dazu und halt Kopfhörer. Ich muss jetzt hier oben irgendwo Werbung noch einblenden. Ne, wo man sieht. Und ja, ich werde euch da auf jeden Fall nochmal berichten, wie ich das denn am Ende finde. Und ich werde jetzt den Vlog beenden. Die Kinder schlafen. Und ja, ich mache es mir jetzt gemütlich auf dem Sofa und gehe aber heute auch früh schlafen. Ich trinke jetzt noch einen Tee und lasse jetzt einfach alles stehen und liegen und mache heute gar nichts mehr. Und somit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.